Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem Fortnite-Experiment, Leute. Und zwar habe ich jetzt hier den PlayStation-Account gewechselt auf einen Level Nuller quasi, der noch nie eine Sekunde Fortnite gespielt hat. Und zwar will ich jetzt rausfinden, ob man jetzt schlechtere Gegner dadurch findet, Leute. Das ist ja ein Mythos. Hört man immer wieder, es gibt Matchmaking Level-basierend oder auch KD-basierend etc. Wir machen jetzt einen kompletten Random-Account und schauen mal, ob wir damit wirklich schlechtere Gegner finden. Let's go. Oh, rechts von mir der Sonny-Skin. Schöne Grüße, Sonny. Okay. Ich muss jetzt sogar das einstellen, Digga. Jetzt habe ich das letzte Mal gemacht, Alter. Das ist schon crazy, Mann. Ich habe mir gerade noch meine ganzen Sensitivitäten und so abfotografiert, damit ich das quasi alles gleich einstellen kann, Freunde. Damit wir doch mal zusammen schauen, ob das alles klappt. Boah, das lädt aber auch immer ewig lange, ne? 346 minutes later. Unten steht so als Tipp, spitze die Ohren. Digga, wer das nicht macht. Okay, seht ihr, ich wollte hier immer mit Standard-Skin spielen und das kann man sonst nicht mehr einstellen. Also, das sieht alles so leer aus. Guckt euch das an, Leute. Legendär, okay. Stellen wir erstmal alles ein jetzt. 028, 020 habe ich beides. 66. Boah, die Musik werde ich gleich so ausmachen. Okay, Leute, ich habe jetzt alles eingestellt. Jetzt bin ich doch mal sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier für Gegner finden, Leute. Wenn das wirklich stimmt, wäre das schon krass. Würde mich schon gut abfacken, wenn es stimmt. Ich hoffe, ich werde jetzt richtig zerstört, Leute. Leute, ich habe so lange keinen Standard-Skin mehr gesehen. Das ist komplett krass. Die Vibration direkt abschalten. Sonst fühlt sich eigentlich alles ganz gut an. Sonst müsste es eigentlich ziemlich genau sein wie vorher. So, Leute, gucken wir doch mal, ob wir jetzt wirklich schlechtere Gegner finden. Also, wir stellen uns einfach mal vor, wir sind so ein kleiner Noob, der jetzt gerade angefangen hat. Um mich rum sind auf jeden Fall schon mal viele Standard-Skins am Abspringen. Aber es heißt ja nicht immer was Gutes, Leute. Weil wir wissen ja auch alle, dass sehr, sehr viele Tryhards mit Standard-Skins rumlaufen. Das ist so ein kleiner neuer Trend geworden, würde ich schon fast sagen. Deswegen jetzt hier ein neuer Account, die ersten Sekunden mit diesem Account. Ich bin gespannt, was das jetzt für uns bedeutet, was da jetzt für Gegner auf uns zukommen und so weiter und so fort. Wir gehen hier erstmal rein. Versuchen erstmal nicht zu sterben hier. Okay, Jugshark direkt am Start. Digga, die sprengen hier gleich alles in die Luft. Okay. Okay. Jetzt direkt so sagen, ja, das alles stimmt, Digga, der war nicht gut, Digga. Ganzer Mythos, es war. Wir haben einfach jetzt echt den Jug-Jug. Digga, die 15 Sekunden des Jug-Jug trinken sind wirklich die längsten 15 Sekunden, die es gibt auf der Welt. Ich mein's ernst. Da haben wir ihn getrunken. Okay, sehr gut. Bin jetzt mal gespannt, ob es wirklich stimmt. Habe ich noch nicht einmal gesagt, den Satz, oder? Habe ich schon erwähnt, dass ich gespannt bin, ob es wirklich stimmt. Bin übelst gespannt, ob es wirklich stimmt. Ich glaube, es ist in diesem Spiel sowieso fast nur mit MPs rum, ne? Bis jetzt läuft die Runde komplett normal. Jetzt werde ich auch gepusht. Hadouken! Okay, schauen wir doch mal. Der Typ macht auf jeden Fall nicht so den stabilsten Eindruck. Erst so gebaut, dass ich so dachte, oh Gott. Und dann war es so, okay, Bock das Gebäude zu sprengen, so just for fun. Wir machen hier Level, Sachen, die ein Level 1er so macht. Und, hey. Ne, steht noch. Okay, der hat sich wirklich wie ein Noob verhalten gerade. Wie ein richtiger Noob, Digga. Hier sind Minis und da hinten waren auch noch Minis, glaube ich. Also Leute, ich muss sagen, jetzt spielt sich die Runde doch sehr easy. Na, ja, aber ich würde sagen, die Runde läuft gut. Ah, jemand hat einen Riss benutzt. No homo. Ich würde sagen, die Lobby ist relativ entspannt. Gut, dass wir noch hier in der Zone sind. Wir sind auf jeden Fall nicht allein in der Stadt, Leute. Das ist schon mal sicher. Allein, 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 allein. Generell habe ich das Gefühl, die Kills passieren relativ langsam. Wir müssen nicht weit laufen. Der ist hier irgendwo. Der muss ja hier irgendwo. Okay, wir haben uns hier nochmal kurz gesaved. Wo ist der Typ? Da unten ist noch einer. Einfach gekillt. So, Leute. Oh, perfekt. Hinten ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Mach einen schönen Druck auf ihn. Hier sind zwei Gegner, okay. Nope!
Den haben wir. Das Problem ist jetzt, Leute, der andere ist immer noch hinter mir. Entweder der andere hat sich von der Zone töten lassen oder der kommt noch. Jedenfalls ist es eine nice Runde, Leute. 8 Kills haben wir am Start. Jetzt würde ich sagen, Theorie fühlt sich schon safe an. Scheint echt in der Zone gestorben, die Person. Ich fürchte schon, dass ich gleich noch ein paar harte Kämpfe habe, Freunde. Da macht sich die Befürchtung auf jeden Fall breit. Also jetzt müsste ja meine Psyche eigentlich perfekt funktionieren, wenn ich mir einfach einrede, dass wir ja quasi safe sind. Ich müsste jetzt eigentlich versuchen, mir eine Base zu bauen, wie so ein Ekliger. Er hört mich aber gar nicht, weil das Auto viel zu laut ist. Noch 4 andere leben, Leute. Ja, ihr seht schon, wie sich das jetzt hier zuspitzt mit gebauten Base und Stuff. Daran sieht man eigentlich schon so, was an Fortnite ein bisschen scheiße ist, finde ich. So, Leute, dann haben wir den 10. Kill. Da hinten ist noch einer. Da wird auch einer oben sein. Wir jucken uns jetzt mal nicht, wir laufen einfach. Versuchen uns hier so ein bisschen rein zu sneaken. Da ist einer noch. Mich runterzuschießen, hat er auch geschafft. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, Leute, schade. 11 Kills. Leider gestorben, weil er mich runtergeschossen hat. Ich dachte, das würde er nicht machen. Aber ich würde sagen, okay, dann auch schon 10 Kills. Ich würde sagen, die erste Runde war schon mal ziemlich nice. Ich würde sagen, können wir noch eine machen, oder? Let's go. Noch kurz, wer hier gewinnt. Dass er mich halt einfach runterschießt, hätte ich nicht gedacht, dass es so billig endet irgendwie. Er hat sich selbst umgebracht. Der andere wird einfach gewonnen. Ja, dass ich so doof sterbe, ne? Jump hätten so wäre halt natürlich nice gewesen. Hatte ich leider nicht am Start. Die waren auch beide wirklich auch nicht gut im Endkampf, ne? Vielleicht ist ja was dran am Mythos. Ich habe jetzt natürlich eine kranke KD, ne? Ich habe jetzt halt eine 11er KD gerade mit dem Account. War ja gerade die erste Runde. Laufen hier auch mehr Standardskins rum? Ein paar Blaumützen, aber hier sind auch ein paar neue. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. So Leute, jetzt geht's für uns nach Shifty. Vielleicht war Tilted auch ein bisschen zu anstrengend, wobei es war eine richtig coole Runde, die auf jeden Fall, Digga, wie er mich gerammt hat. Die auf jeden Fall mega Spaß gemacht hat, Freunde. Die Runde war richtig cool. Scheiße, Digga. Okay, gut. Können wir uns nochmal saven. Ups, kann hier halt echt entspannter anfangen. Krass, Digga. Wie er genommen hat einfach. Okay, Leute. Viel haben wir geholt. Versuchen wir jetzt einfach mal bisschen gechillter zu zocken. Das heißt gechillter. Die Runde eben war echt, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, die hat euch auch Spaß gemacht. Oh mein Gott, halt's Maul. Das Bauen hat mir halt letzte Runde vor allem geholfen, ne? Ich liebe es, wie ich hier stehe gerade. Meine goldene Skar hat Hunger auf ihn. Digga, ich lasse ihn jetzt extra kommen. Ich habe so Bock drauf. Komm doch jetzt. Ich hätte so einen Headshot schon gespürt. War so eine Falle noch letzte Sekunde. Da ist ein Kampf. Da oben ist er auch. Drei Headshots, Leute. Drei Headshots. Der Typ hat so eine Attacke gerade. Er schreit locker gerade, Digga. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Das war echt, das war eine bosshafte Aktion. Wahrscheinlich. Ich höre ihn da immer noch rumschießen, Digga. In seinem Lowlife. Aber ich hole ihn mir gleich. Willst du mich verarschen, Digga?
Ja, okay, in der Runde würde ich sagen, war es jetzt gar nicht so. Okay, Leute, ich würde sagen, in der ersten Runde war es schon wirklich so zu merken, aber ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich würde sagen, es war schon auf jeden Fall eine nice Lobby, die erste. Kann man nichts zu sagen, Leute. Lasst auf jeden Fall im Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall die letzten Folgen gerne ab. Ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.